Hallo zusammen, Montag war es mal wieder soweit, Rocket Monatsmission und damit ein weiterer meiner Versuche, mich fürs große Jahresfinale zu qualifizieren. Ich habe das Ganze live gestreamt, vor Rekordpublikum übrigens, danke dafür. Hoffe, du warst auch schon live dabei. Wenn ja, dann weißt du natürlich, dass ich mal wieder schöner gescheitert bin. Also wie beim Skat, es hat hinten raus nicht gereicht. Hab mir gar nicht so viel vorzuwerfen. Die Karte war durchaus ein bisschen zu dürftig. Allerdings natürlich in mindestens diesem einen Spiel, das interessanteste Spiel des Abends, habe ich Mist gebaut. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Was also ist passiert? Wir sind im zweiten Drittel. Drei Serien A12 Spiele wurden durchgeführt. Hier jetzt schon im 11. Spiel, also kurz vor Ende des zweiten Drittels, kann man sagen. Und ich hatte schon eine ganz schöne Durststrecke hier hinter mir, habe in den ersten 10 Spielen nur ein einziges Spiel bekommen. Und das gute Ergebnis aus dem ersten Drittel hatte sich damit schon wieder egalisiert, wenn man so will. Ich war schon ein bisschen hinten dran und musste jetzt noch einiges an Punkten bringen. Umso mehr, umso größer die Freude, dass ich jetzt mal wieder mit Kreuz Bube, Ass 10, Ass Ass einen sehr vernünftigen Ansatz habe, der schon so Richtung Grang ausschaut, allerdings in Mittelhand. Und so fange ich also erstmal an zu reizen. Und Vorhand, der zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr gut stand, 500 Punkte liegen hatte, ja, der wollte auch mitspielen. Also hält 18, 20, 2, 3, hält auch 24. Und ab jetzt wurde es mir ein wenig Angst und Bange, denn mit jeder Reizstufe muss man natürlich ein bisschen wieder neu bewerten, wie gut ist denn das Ding eigentlich und was will Vorhand eigentlich spielen. Da ich gerade hier diese Herz 7 habe, scheint es mir nicht so wahrscheinlich, dass er 0 Ouvert reizt und wenn er doch den 0 Ouvert reizt, dann wahrscheinlich nur mit einem Herz, also und dann anderen Farblängen. Spricht also nicht unbedingt für meinen Grang, es sei denn, ich finde jetzt einen Buben oder Kreuz Ass, aber naja, wie wahrscheinlich ist das dann? Bei 27 hat mich dann der Mut verlassen. Die hat Vorhand auch noch gehalten und dann bin ich ausgestiegen. Hinterhand ist auch ausgestiegen. Vorhand schaute in den Skat, drückte und sagte jetzt ein Kreuzspiel an und das lief dann so. Kreuz 7 kam raus, von mir Kreuz Dame, von meinem Partner das Kreuz Ass 14. Herz 9 hinterher, Alleinspieler Herz 8, von mir das Herz Ass. 25. So, also die Beikarte ist nicht super stark, das ist schon erkennbar. Ich habe überall noch die stärkste Karte in allen drei Farben. Wir hoffen mal, dass es kein 7-Trümpfer ist, denn den Pik-Buben traue ich natürlich meinem Partner aufgrund der Reizung auf jeden Fall zu. Und ich wollte jetzt hier nicht nochmal mit dem Kreuzbuben angespielt werden und wieder rankommen, habe deswegen jetzt hier Kreuzbuben gezogen. 29. Daran ist natürlich erkennbar jetzt, es ist ein Sechstrümpfer. Mein Partner wird noch den Pik Buben haben. Und bei bisher einer bekannten Herzkarte sind da noch drei unbekannte Fehlkarten. Ich vermute natürlich schon, dass die an sich in Karo sein müssen. Alles andere wäre doch dann sehr schwach. Habe es jetzt nichtdestotrotz einmal darauf angelegt, mit der Herz 10 zu schauen. Herz 10, Herz Dame und tatsächlich wurde gestochen. Jetzt kam Trumpf Lusche, von mir die Entscheidung, Pik Ass, mein Partner den Pik Buben auf 42 und nachdem jetzt Pik 9 tatsächlich vom Alleinspieler gestochen wurde, ist also mathematisch bewiesen, der hat nur noch drei Karos, der muss drei Karos haben, wir haben 42 liegen, ja, es kommt der Karo König auf den Tisch, klar, die 10 wird wohl da sein. Ich hoffe jetzt natürlich, dass er nicht gerade 10 König Dame hat, dass mein Partner mindestens noch die Dame mitbringt. Gehe also rauf, doch was passiert? Es fällt nur die Lusche und wir bleiben bei 57 stehen. Interessant, jetzt für mich noch die Überraschung. Das hier ist verkehrt. Mein Partner hatte hier noch den Herzkönig. Der Alleinspieler sticht jetzt tatsächlich den Herz, das ist klar. Hat jetzt aber gar nicht die Karo 10 und Dame, sondern hat die Karo 10 tatsächlich im Keller. Und jetzt war noch diese klitzekleine Idee, ja sag mal, hätte ich denn das Spiel jetzt noch schlagen können, wenn ich den Karo König nicht mitnehme, weil mein Partner dann die Pik 10 drauflegen kann. Nein, das war nicht der Fall. Die Pik 10 war tatsächlich im Keller. Ja, soweit so gut. War denn da jetzt ein Fehler? Wo war der Fehler? Und was war da überhaupt für eine komische Reizung und Drückung von Vorhand?
Das Ganze schauen wir uns jetzt noch einmal im Detail an. So, da sind wir wieder. Und das ist ja auch das Schöne beim Online-Skat. Man kann sich hinterher das wirklich alles ganz genau anschauen. Also, das war das Blatt von Vorhand. 6 mal Trumpf, Kreuz, Karo 10, König, Dame, Blanke, Pik 10. Damit bei einem so guten Stand jetzt schon 24 und 27 noch zu halten. Durchaus ein Stück gewagt. Ich denke mal ganz klar, dass diese Pik 10, die hier dann noch zu drücken ist, schon den Ausschlag gibt bei dieser Reizentscheidung. Wenn das jetzt noch eine Lusche oder ein Bild gewesen wäre, dann wäre das jedenfalls noch deutlich fragwürdiger gewesen, so weit zu gehen. So, erste Frage ja auch, hätte ich denn nun eigentlich meinen Grand gewonnen? Ja, im Stock liegt gruselig, ne? Karo Lusche, Herz Lusche. Das sieht im ersten Moment so aus, als wäre ich damit richtig baden gegangen. Tatsächlich, wenn man es genau durchanalysiert, hätte ich sogar Grand Hand gewonnen. Ne? Zwar nur mit 61, wenn sie es ganz korrekt spielen, aber das wäre durchaus möglich gewesen. Und das ist ein Stück weit natürlich schon erstaunlich, wenn man sieht, dass da eine Farbe frei ist und so lange Kreuz hat. Aber es liegt dann tatsächlich an dieser blanken Pik 10. Also nur mal angenommen, beim Grand Hand, ne, wäre wahrscheinlich Kreuz auf den Tisch gekommen, Kreuz König oder sowas, Kreuz König, Dame, hinten das Ass. Und im Idealfall hätte der Spieler hier jetzt direkt Herz König gespielt, der mit dem Karo Buben gestochen wird. Denn wenn das geklappt hätte, hätte auf die nachgespielte Kreuz 7, die ich dann mit dem Kreuzbuben stechen muss, der Spieler hinten Karo 7 abwerfen können. Dann hätte ich gerade mal zwei Augen liegen, gewinne das Spiel dann aber trotzdem, weil ich Herz, Ass und 10 durchbekomme, 24, weil ich Pik Ass mit der 10 durchbekomme, 45, und weil dann auf Pik König und Dame auch noch Karo, Dame und König mit reingeworfen werden müssen. 59 plus die zwei Augen des Kreuzbuben, da wäre ich tatsächlich auf 61 gelandet. Also, so verrückt das ausschaut, wäre sogar als Grand Hand gegangen. Ich weiß natürlich nicht, was ich mit dieser Findung gemacht hätte. Wahrscheinlich wohl irgendwie Herz 10 mitgedrückt, und dann hätte ich das Spiel, naja, sehr wahrscheinlich eher nicht gewonnen, aber sei es drum. So, interessant. Was macht der Alleinspieler jetzt mit dem Stock, Pik 10 runter und dann eben eine sehr fragwürdige Entscheidung, Karo 10 mit runter? Man würde doch denken, jetzt Pik 10 und Herz 8 runter sollte an sich stabiler aussehen, eine etwas bessere Beikarte. Gut, die Karo 10 natürlich gefährdet, aber nur zwei Farben. Und tatsächlich, wenn der Spieler so gedrückt hätte, dann hätten wir mit dieser Normalverteilung auch nicht gewinnen können. Egal, wie das Spiel läuft, mit 63 wird das Spiel gewonnen. Mit der hier gewählten Variante, die natürlich taktisch in eine andere Richtung zielt. Hier geht es dem Spieler darum, möglichst die Vollen schon zu sichern, die Karo 10 nicht mit abzugeben, und er nimmt dafür in Kauf, dass er einen Herzstich mit abgibt, den er hoffentlich günstig loszuwerden gedenkt. Damit war es jetzt tatsächlich für uns möglich, das Spiel zu schlagen. So, wie lief's los? Kreuz 7 kam raus, von mir die Dame, soweit okay, von meinem Partner das Kreuz Ass, 14 Augen. Und in den Kommentaren wurde natürlich schon zu Recht angemerkt, wenn der jetzt ein etwas glücklicheres Händchen hat. Wissen kann man das natürlich nicht, aber wenn der jetzt Herz Dame oder König greift, aber wer tut das schon? Ich mache es im zweiten Stich wahrscheinlich auch nicht. Dann hätte es einfach gereicht. Jetzt kam aber hier Herz 9, Herz 9, Herz 8. Von mir Herz Ass. Damit haben wir jetzt 25. Und auch jetzt geht das Spiel noch auf 60, aber nur, wenn ich es jetzt ganz präzise treffe. Und jetzt kam der entscheidende Fehler. Kreuz Bube. Das ist so ein typischer Autopilotzug. Du willst nicht unbedingt nochmal in Hinterhand. Du kennst es aus vielen anderen ähnlichen Situationen, dass es schlecht ist, nochmal in den Kreuzbuben eingespielt zu werden, dass das dem Alleinspieler gewisse Möglichkeiten gibt, das Spiel wieder zu verlassen, was gar nicht für ihn so schlecht sein muss. Und deswegen habe ich diesen Zug hier gespielt. Allerdings ist das hier
Genau der Fehler, denn hier liegt ein Tempoproblem vor des Alleinspielers, obwohl Trumpf so gut verteilt ist. Und das ist für mich ein Stück weit schon an meiner starken Beikarte zu erkennen. Er muss ja fast in Karo noch die Stärke haben. Was soll er sonst dabei haben? Und um sich diese hochzuspielen, kommt er dann gegebenenfalls ein Stück zu kurz, beziehungsweise er kommt dann zu kurz, wenn ich den Kreuz Buben nicht ziehe. Und ich muss mich letztlich sowieso entscheiden, habe ich ja jetzt im gezeigten Spielverlauf auch, ob er nun Karo oder Pik oben hat. Ich habe auch jetzt das Pik Ass gewimmelt und so gesehen, diese Entscheidung kann ich jetzt auch hier schon vorziehen oder eben auch Herz weiterspielen. Aber nur mal angenommen, ich glaube jetzt in der Retrospektive, Pik König wäre hier wirklich die bessere Fortsetzung gewesen. Pik König, Pik Lusche, Alleinspieler sollte stechen. Würde sicher wieder Trumpf rausspielen. Gut, ich komme ran mit dem Kreuzbuben. Okay. Wir haben jetzt immer noch erst 29. Ik kan jetzt wieder Pik spielen, zum Beispiel Dame oder auch Herz 10 oder Herz 7. Aber nehmen wir mal an, ich spiele nochmal Pik Dame. Alleinspieler sollte sicher wieder stechen, sonst verschenkt er Stiche und noch mehr Augen und muss sich jetzt um seine Karos kümmern, muss die einmal hochspielen, idealerweise mit dem Kreuz König. Und in dem Fall wäre mir natürlich zwar nicht klar, dass Karo 10 im Keller ist, aber mir wäre natürlich klar, dass da noch ganz viel Karos sitzen und dass ich diesen Stich hier nicht mitnehme, um nach meiner Theorie erstmal die Karo 10 zu fangen. Und wie sich dann rausstellt, ist das insofern trotzdem günstig, als ich jetzt eben hier den Herzkönig bekomme. Das ist aber nicht das Entscheidende. Karo König oder Herzkönig ist ja das Gleiche, aber ich habe jetzt die Karo Lusche nicht mehr. Wir stehen mit diesem Stich jetzt auf 44. Ich kann jetzt noch Herz 10 oder Herz Lusche anbieten, ganz egal. Der Alleinspieler kommt eben in diese Kürze, sodass er jetzt gezwungen ist, doch noch das Karo-Bild extra abzugeben. Und das hier sind die drei Augen, die uns jetzt im bestehenden Spielverlauf gefehlt haben und die wir noch hätten holen können. So war jetzt hier 60 möglich. Und so unfassbar schwer, auch wenn das jetzt ein genauer Weg ist, aber so unfassbar schwer war das tatsächlich gar nicht. Habe ich mich hinterher geärgert, hatte ich gleich das Gefühl, dass in dem Spiel nicht alles optimal gelaufen ist. Spieler vorne hat sich bedankt, damit auf 600, gewinnt das nächste Spiel auch noch 700 und hat sich dann am Ende ganz lässig fürs Jahresfinale qualifiziert. Wäre vielleicht auch mit dem Verlustspiel geglückt, aber erstmal freundlich lächeln und winken. Danke, Daniel. Jawohl, immer wieder gerne, wie beim Skat. Also immer aufpassen und es gibt so viele verschiedene Motive. Man muss aber eben wissen, wann man sie denn zum Einsatz bringt, ne? Also Trumpfabzug in dem Fall. Das war hier der Fehler. Alles andere war in Ordnung. Hoffe, euch hat die Analyse Spaß gemacht. Wünsche euch ein schönes Wochenende und wie immer, gut Blatt.